So Leute, erstes Hindernis. Gut überstanden. So, und da sind wir. Ihr fragt euch bestimmt, meine Herren, wo ist Erden gerade unterwegs? Ich bin bei mir auf den Flächen unterwegs, aber mit besonderer Maschinerie. Und die gucken wir uns jetzt an. Einmal noch schnell das Steuergerät betätigen zum Zusammenklappen. Und jetzt gucken wir uns den Hobel mal an. Achter, 335, 650er Bereifung, relativ schmal für so einen Schlepper. Hat aber auch die schweren Hinterachsgewichte drin. Deswegen ist das schon gar nicht mehr so arg möglich, da noch aufzurüsten, ohne dass er viel weiter nach außen kommt. 7,5 Meter Amazone Centaur hinter, was wir jetzt erstmal entriegeln wollen. Das geht hier rüber. Das ziehen wir nach unten, dann löst er da oben den Haken. Ja, zack. So, das ist ein Grubber und Scheibenegin 1. Macht ein sehr schönes Bild. Ich arbeite gar nicht tief. Schauen wir uns an. So, zack. Jetzt werden wir erstmal das Hubwerk hochmachen und das Fahrwerk hochmachen. So, jetzt sind wir ganz oben. Das Handy packen wir mal woanders hin. Das brauchen wir jetzt nicht. Na. Und klappen den Kram auseinander jetzt. Ich hoffe, ihr seht das gut. ,50 Meter Arbeitsbreite, das ist eine Wucht. Das Anbaugerät wiegt 16 Tonnen. 16. Überlegt euch das mal. Das ist verrückt. So, jetzt gehen wir in die Einstellung rein. iTech. Oh, das war das Licht. iTech, ich hoffe, ihr seht das. Aktivieren wir. Das heißt, iTech per Knopfdruck machen wir einmal das Hubkraftwerk runter. Wir machen das Fahrwerk runter, das hydraulisch. Allrad geht rein, Differential geht ein. Das ist aktiviert. Jetzt werden wir einmal ins GPS-Menü gehen. Der hat einen Starfire 6000 oben drauf. Aber nur mit dem SFX1. Das heißt, die AB-Linie, die passt sich nicht der Erdumdrehung an. Jetzt haben wir aber viel Arbeitsbreite und bei unseren kleinen Flächen ist das gar nicht so dramatisch. So, erstmal in die Ecke fahren, damit wir einen Anfang schaffen. Versuchen das Schild nicht wegzumähen. So, jetzt werden wir das ganze Ding einmal runterlassen. Zack. Gehen hier aber nochmal schnell in Lenksystem bearbeiten. Wir definieren gleich einen A-Punkt. Aber erstmal fahren wir ein bisschen. Gehen natürlich in die zweite Ganggruppe rein. So. Definieren Punkt A. Machen hier nochmal ein bisschen schneller. Stellen auf 13,2 km/h. Ich hoffe, ihr seht das. Es ist echt gewöhnungsbedürftig. Allgemein mit aufgesattelten Maschinen bin ich jetzt gar nicht so geübt, aber ich hatte es doch relativ schnell drin. Das ist
Kombination von einem Kollegen, danke an Frank. Ich habe ihn nett gefragt, ob ich dieses Wochenende damit ein bisschen Attacke machen darf, wo er leicht übermechanisiert ist für unsere Verhältnisse hier. Durfte ich. Ich freue mich. Jetzt kann ich richtig schön das Land für eine Zwischenfrucht vorbereiten. Und Raps muss ja auch demnächst in den Boden. Und hiermit habe ich natürlich eine Hektarleistung. Da träumt man von, ne? Also 6 Hektar, teilweise über 6 Hektar die Stunde, je nach Fläche, sind da schon realisierbar, ne? Und jetzt definieren wir Punkt B. Zack. Machen RTK einmal an. Ich hoffe, ihr seht das hier auf dem Display. So. Geben das Ding dann mit der 2 an. Also wir ziehen das einmal zu uns. Jetzt ist die Besonderheit, dass der Grubber ein Barometer hat. Jetzt fragt ihr euch, warum. Man hat es vielleicht gesehen eben, die äußeren Kanten arbeiten schon nicht mehr so gut, weil er den Druck auf die Flügel nicht hinkriegt. Wisst ihr, wie ich das meine? Deswegen da vorne neben der silbernen Konsole ein Barometer. Jetzt können wir noch ein bisschen Druck ausüben. Zack, ihr habt es gesehen. Hat sich schon direkt was getan. So, optimal sind so 40, 50 Bar Druck. Er muss aber vorher immer einmal im Boden gewesen sein, damit man irgendwie richtig Druck aufbauen kann. Das verstehe ich nicht ganz. Das kann bestimmt einer von euch mir erklären. So, jetzt können wir es unfassbar eng einschlagen. Lassen uns dann mit Resum in die Bahn ziehen. Warten, bis das Anbaugerät gerade ist. Und lassen es dann runter. Und jetzt, zack nach vorne. Wichtig ist noch, hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, den einmal ranziehen. Und jetzt können wir ohne viel arbeiten, genießen und richtig Fläche schaffen. Der Schlag hat schlappe 7 Hektar genau. Wir sind hier, haben auf der anderen Seite noch 4 und noch einen halben Hektar. Ein halber Hektar wird bei der Arbeitsbreite und mit dem Gespann natürlich wild werden. Aber so, jetzt können wir noch mal eine Sache gucken. Und zwar können wir mit dem blauen Steuergerät ein bisschen den Zugkraftverstärker arbeiten lassen. So, jetzt kriegen wir ein bisschen Kraft auf die Hinterachse. Und wir sehen, der Schlupf, ich hoffe, ihr seht's. Jetzt geht er nochmal auf 6 hoch, eben waren wir bei 4%, 5%, 4 sind wir wieder. Davor waren wir bei 8%, 10% Schlupf. Das heißt, das bringt auch immer noch ein bisschen was. Optimal wäre natürlich bei so einem Schlepper für solche Arbeiten ja, Reifendruckregelanlage bzw. 900er Puschen, ne? Aber die kann ja heutzutage auch keiner mehr bezahlen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen, können auch unfassbar spät ausheben. Lassen uns wieder in die nächste Bahn reinziehen. Warten, bis das Anbaugerät da ist. Wir geben noch mal ein bisschen Druck auf die Zylinder. So, jetzt kommt er. Ich glaube, ihr seht es aber nicht, das ist zu weit weg. Die Nadel ist schon fast im rechten Winkel. Jetzt hat er genug Druck, dass er schön arbeitet. Und so fahre ich jetzt jede zweite Gasse. Je nachdem, wie breit der Schlag ist, werde ich zwischendurch noch mal zurückackern, dass er die AB-Linie nicht zu dolle verliert. Wegen dem schlechteren, einfacheren Signal. Und so dreht man erstmal seine Runden. Großer Nachteil bei dem Schlepper ist, kein gekühltes Fach. Das finde ich ein bisschen schade, aber Prost. So, wir bleiben hier jetzt einfach mal so stehen, ganz plump. Ich
machen noch mal ein schickes Foto. Ich glaube, das kommt auf Bildern gar nicht so rüber, was das hier für ein Gespann ist. Zack. Jetzt gucken wir uns das Arbeitsbild noch mal schnell an. Man merkt, die 16 Tonnen, die rückverfestigen das sehr, sehr gut. Wir sind auf entspannten 8 cm. Hätten mit Flügelschar natürlich noch eine gleichmäßigere Durchtrennung des Bodens oder gleichmäßigeren Abschnitt des Bodens. Aber dadurch, dass er vierbeikig ist und die Kurzscheibenegge hinterläuft, ist das schon nicht verkehrt. Tiefenführung ist jeweils einmal über die Nachlaufwalze und hier vorne über die, ich sag mal, Packerwalze. Alles über ein Bolzensystem, kennt man. Dann kann ja zukünftig eine schöne Zwischenfrucht wachsen. Ab Montag wird gedrillt oder ab Dienstag. Lassen uns wieder reinziehen. Und runter machen. So, Freunde, der Schlag ist jetzt auch so gut wie fertig. Oben das Vorgewände habe ich schon. Jetzt wollte ich mit euch das untere machen, genau. Und da wollte ich euch mal zeigen, was das für ein komisches Rangieren ist. Man muss extra die Ecken relativ gut ausfahren, damit man alles mit dem Gespann erwischt. Das ist gar nicht so einfach immer. Also gerade wenn sowas wie hier ist, das an der Buschreihe steht. So. Gehen wir noch mal ein bisschen Druck auf die Zylinder. Aber es geht noch. So, zack. Das müssen wir auch frei Hand machen. Hier lege ich jetzt nicht für 3 Bahnen eine Fahrgasse an. Jetzt müssen wir hier nur ein bisschen aufpassen, weil hier ist ein Brunnen. In der Mitte ist auch so ein kleiner Brunnen, beziehungsweise die Zuleitung zu der Erdleitung. Das ist kein Brunnen, das ist eine Erdleitung. Dementsprechend, ja. Weiter weg hier. Der Mensch ist aber ein Gewohnheitstier, deswegen, man gewöhnt sich extrem schnell daran, muss ich sagen, an diese Breite. Auch im Straßenverkehr, da dachte ich am Anfang, meine Herren, also ist das ein Geschütz, fährt sich so wie ein Schneidwerkswagen. Aber, ja, 3-4 Mal einen Flächentausch gehabt und dann machst du das so, als wenn du nie was anderes gemacht hättest. Ne? Klar, mit Vorsicht, keine Frage, aber nicht mehr so, dass du dir bei jeder Kurve in die Hose pinkelst. So, jetzt warten wir hier mal ein bisschen auf die Autos. Helfer-N ist eben mitgefahren, deswegen war der Sitz oben an die Leute, die Helfer-N kennen. So. Oh, das ist ja ziemlich unglücklich hier gerade, dass ein Auto kommt. So, zack. Und jetzt schaut mal bitte, wie das Drehen hier jetzt geht. Ich schlage komplett ein. Für 7,50 Meter und ich weiß nicht, wie, was für eine Länge. Das ist phänomenal, oder? Das ist echt, also ein 8R, wendig, für einen großen Schlepper, für einen großen Ackerschlepper, das gibt es nicht. Und dann mit der Arbeitsbreite, keine Birnen fahren, du kannst so in eins rumziehen. Man muss halt wirklich nur gucken, wie man die Ecken kriegt. Ich habe da hinten auch noch einen halben Hektar. Da bin ich auch gespannt, wie ich das anstellen werde. Weil für solche kleinen Flächen, das ist echt nicht sein Territorium, ne? Na gut, wir geben Gas. Und ich habe das extra so gemacht, dass ich relativ weit fahre, beziehungsweise erst spät aussetze. Ist hier immer ganz gut, wenn du einen Weg hast oder einen Grünstreifen, wo du rüberfahren kannst. Klar, du musst, wie gesagt, aufpassen mit den Brunnen, aber grundsätzlich kann man hier ganz gut rüberfahren. Und dann reicht das, eine dritte Tour zu machen.
sonst, wenn du jetzt hier auch eine Hecke hättest oder einen tiefen Graben oder sowas, dann kann das durchaus mal passieren, wenn du nicht gut ein- und aushebst oder gut rumkommst, dass du ja mal eine vierte Bahn fahren musst oder die vierte so zur Hälfte fahren musst oder sowas. Dann hat man ein relativ breites Vorgewende, das will ich immer gar nicht so. Aber so sieht das schon unfassbar gut aus. Man merkt aber, also hinten die Teller, die lasse ich gar nicht tief mitlaufen, sondern nur so ein bisschen rüberkratzen. Weil das, ich denke, das Bild spricht für sich und auch für eine Zwischenfrucht. So, wieder einen Augenblick warten. Man sieht schon, hier fehlt eine ganze Ecke. Ne? Aber dadurch, dass ich so einmal ganz gut durchgezogen habe, passt das. So, jetzt hier wieder einmal rumfahren. Das ist verrückt, oder? Dass sich das auch nicht beißt hier hinten. Und so hat man dann, trotz dass man auf dem Gegrubberten dreht, mit der dicken Arbeitsbreite, einen fast unbefahrenen Acker hinterher. Glaubt man gar nicht. Also je nachdem, wie man fährt und wie die Schläge so strukturiert sind. Zack, machen wir wieder runter. Und Atax. Ich denke, den Vlog, den habt ihr schon gesehen, den Let's Drive, den hebe ich mir ein bisschen auf für schlechte Zeiten, wenn ich mal nicht so viel Content produzieren kann. Da werdet ihr definitiv Aufnahmen von außen, vom Grubber, wie er arbeitet und sowas sehen. Das heißt, wenn ihr den noch nicht kennt, da gerne mal vorbeischauen. Das müsste Vlog 69 sein. Das ist ja fast so erotisch wie das Arbeiten hiermit. Der Trecker hatte früher mal eine Blackbox gehabt, da hat er aber auch 50 Liter Diesel durchgehauen. Ne, gar nicht. 50 Liter wäre noch wenig gewesen. Da hat er 90 Liter Diesel durchgehauen. Und mit dieser Blackbox, da hatte er aber auch ein paar PS mehr. Die wurde aber entfernt. Seitdem verbraucht er auch nicht mehr so viel. Na, jetzt will er nicht. Tja, Elektronik, ne? Manchmal will sie nicht. Dann machen wir das so rum. Zack. So, da hat er einiges an PS gehabt. Also der hat ja schon 335 PS Nennleistung. Also der ist hier auf 7 cm Arbeitstiefe mit 7,5 Meter. Ich will nicht sagen unterfordert, aber ein bisschen was könnte er noch. Ein bisschen was, ne? So. Man merkt aber auch diese grünen Streifen teilweise. Das liegt einfach daran, dass da hinten mal die ein oder andere Scheibe fehlt in der Scheibenegge. Auch wenn sie nicht tief arbeitet, so ein bisschen Arbeit verrichtet sie dann doch. So. Guck, jetzt fahren wir direkt rüber. 7 Hektar sind fertig in kürzester Zeit. Wie gesagt, eine Flächenleistung von bis zu über 6 Hektar die Stunde. Verbrauch müsste ich mal gleich, interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen auch. Da müsste ich hier einmal kurz durchseppen. Da Verbrauch Liter pro Stunde. Gucken wir uns gleich an. Attacke. Jetzt können wir mal ins Menü gehen. Ja, 44 Liter, 40 Liter die Stunde. 42 ist immer ein bisschen, kommt darauf an, wie schwer es geht. Wir haben jetzt hier wirklich sehr leichten Sandboden unter uns, Vorfrucht, Roggen, ja, 42, 43 Liter. Dafür, dass wir 6 Hektar die Stunde schaffen, das heißt, wir sind da unter 10 Liter, also irgendwie so 7,5, 8 Liter pro Hektar. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Na gut, das soll es auch gewesen sein mit dem Let's Drive. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr gerne noch mehr Technik sehen wollt, andere Technik, schreibt es in die Kommentare, was ihr euch mal wünscht. Vielleicht kann man es ja realisieren. So, wenn euch der Content gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es gerne rein, was ich besser machen kann. Und abonniert den Kanal, um weitere Projekte nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, fast so erotisch wie das Arbeiten hiermit.